Hallöchen, meine lieben Taschenmonster da draußen, beziehungsweise meine lieben Abonnenten. Ich bin wieder da. Ich bin wieder im Walde. Willkommen zum Let's Play The Forest. Wie ihr ja letztens schon gesehen habt, habe ich hier ein bisschen angefangen zu bauen. Und dementsprechend wird es damit jetzt auch ein bisschen weitergehen. Ich habe mittlerweile herausgefunden, was diese, Ballistic Mod überhaupt bringt. Und ja, es ist so, ich kann Schematics, also diese weißen, nicht gebauten Sachen, löschen, falls ich mich mal verbaut habe. Es gibt noch viele andere Änderungen, die mir jetzt gerade wieder empfallen sind. Das ist aber auch nur, weil ich jetzt schon aufpasse. Und warum zum Teufel habe ich denn so nah am ein Dorf gebaut? Jawohl, da unten sind drei, hier oben sind drei, nee, ist klar. Erste Folge beginnt. Vorsicht, nicht ins Feuer laufen. Alter Schwede, da oben. Vor mir einer. Ich hatte aber eben so das Gefühl, da sind jetzt insgesamt drei Stück. Das links auch noch eine Patrouille von drei Leuten steht. Sechs Leute habe ich hier jetzt stehen. Ist die Yacht da? Ist die Yacht irgendwie hier in der Nähe? Nein, natürlich nicht. Hervorragend. Naja, hervorragend nicht. Das mitten am Tage. Eigentlich sollten die nur in der Nacht unterwegs sein, aber das kann sein, dass das die Wii Ballistic Mod eingeführt hat. Laufen wieder weg. Ich glaube, wir würden uns auch mal einen anderen Ort suchen, wo wir bauen. Denn das wäre ziemlich bescheiden. Wenn wir hier weiterbauen. Erstmal koche ich mir mal schnell Aluisch. Damit ich vollen Magen habe, während wir uns jetzt einen neuen Ort suchen, wo wir uns ansiedeln werden. Für die, denen es aufgefallen ist, ich spiele mit dem Grafikfilter Blockbuster. Find das passt perfekt, sieht ein bisschen schön aus, nicht zu sehr irgendwie anders, aber das passt an sich schon. Es gibt ja noch viele andere Modi, also Filtermodi, die ich einbauen kann. Nur ob halt die Frage ist, ob die euch gefallen, ist es wiederum ja ziemlich fraglich, ob ich da mal durchschalte. Falls ihr es selber zockt und einen Filter benutzt, der euch gefällt, schreibt es in die Kommentare. Dann werde ich mir das mal anschauen und dann, ja, werde ich entscheiden, ob wir damit weiterspielen oder ob ich auch mal andere Filter zeige. Gerade habe ich schon wieder ziemliche Paranoia. Diesen Siedlungsplatz lassen wir. Das ist ziemlich risky. Wie ihr gesehen habt, da können sie von links und von rechts kommen. Und jetzt gehe ich hier mal kurz ins Wasserchen, um zu gucken, ob ich irgendwie Fische habe. Wie es aber momentan nicht aussieht nach dem Laden. Das nervt gerade wieder derbst ab. Zudem sind es ja auch nur noch 6 Tage laut meinem Timer, bis die Version 0.0.4 der Alpha rauskommt. Und ich hoffe persönlich, dass da zum Beispiel eine neue Waffe reinkommt, wie der Bogen, den man sich craften können soll. Was an sich nicht schlecht aussehen würde, mit einem Bogen hier durch die Wildnis zu laufen. Denn mit dem Bogen hätten wir vielleicht eine große Chance zu überleben, weil wir dann nicht mehr auf Nahkampf gehen müssen. Jetzt bin ich wohl möglich hier an der Ecke. Ja, hier ist die Insel. Ja, ich bin da, wo Kronk war. Ja, eindeutig, aber hier baue ich mich nicht irgendwie ein. Auch wenn das eine schöne Ecke ist.
Lurche, Lurche, Lurche. Dürfte ich euch mal bitten aufzutauchen? Ich habe langsam Hunger. Ah! Ein Häschen! Häschen! Hase! Hase! Oh, Häschen, komm her! Häschen? Wo ist das? Da ist das Häschen. Wo ist das Häschen hin? Kanickel! Ich hab's erwischt. Hervorragend. Wenn hier Kanickel sind, dann dürften hier eigentlich auch Lurche, Echsen bzw. Eidechsen ihren Weg haben. Ja, ja, hungry, find something to eat. Ja, ja. Ist mir auch klar, dass ich hungrig bin, aber wenn ich nichts finde, dann habe ich halt die Popokarte gezogen. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Oh oh. Hier seht ihr, hier waren die schon. Irgendwie gerade ziemlich, alles ziemlich hell, weil die Sonne aufgeht. Ah, Schlamm. Damit erkennen sie mich nicht so schnell, glaube ich. Irgendwas war doch in die Richtung. Ja, gehen wir mal hier ins Dorf, gucken, ob ich eine andere Axt finde. Denn diese Eisenaxt soll ja in den Dörfern rumliegen. Während die Musik einsetzt, finde ich hier gerade nichts. Außer irgendwie Passengers. Ich habe 3 Passengers gefunden. Jawohl, diese Musik und dann dazu noch Gewitter. Das passt doch hervorragend. Paranoia in mir gerade wieder ein bisschen zu schüren. Dann gehen wir mal hier weg. Und schon ist aus. Da haben wir jetzt also keine Eisenaxt gefunden. Habe ich irgendwie einen Snack aufgenommen? Nein, habe ich natürlich nicht. Das Schöne an der Rebalanced Mod fällt mir gerade auch ein, wo ich meine Mollys gesehen habe. Ich habe doch die Mollys noch, ne? Ja, die, wo ich die Molotow-Cocktails gesehen habe. Dass man ohne diese Mod, wenn man die ausgerüstet hat, das Problem hat, wenn man dann umrüstet, dass man da, ja, sich selber in Brand steckt. Und das ist bei der Reballistic Mod nicht der Fall. Die Sache ist, man kann ja nur eine Mod am Laufen haben, soweit ich weiß, soweit ich in den offiziellen Foren gelesen habe, mit meinem brüchigen Englisch. Dementsprechend kann man die No More Birds Map auch nicht. Oh, oh! Lurch! Wo ist der Lurch? Darum kann man die No More Birds Map nicht installiert haben, während die Reballistic Mod drin ist. Lurch, ich sehe dich, auch wenn es dunkel ist. Okay, jetzt sehe ich dich nicht mehr. Kaninchen! Kaninchen! Okay, du Lurch. Da bist du. Irgendwo hier bist du. Das wäre was, wenn man irgendwie jetzt Pfeil und Bogen hätte. Dann hätte ich den schon längst erledigt. Dafür bist du aber da, ne? Mein Kleiner. So. Einmal Rüstung angelegt. Wird zwar noch nicht angezeigt, aber das ist auch nicht so schlimm. Ich habe aber irgendwie gerade das Gefühl, es sind alle Steine, wie in diesem Spiel eh ich immer das Gefühl habe, dass ich beobachtet werde. Hallo? Kuckuck, jemand zu Hause? Jemand hier? Das Geld. Oh, Koffer. Geld, Geld, Geld und Koffer. Nein. Tisch, den Ball nehme ich nicht auf. Bumm. Geh hoch. Ein Snack. I have a snack found it. Yeah.
Und nochmal drauf, genau. Übrigens, ich muss darauf achten, dass ich auch was esse, denn in der Weird Ballistic Mod verhungert man, was man im normalen Game nicht tut. Und das ist ziemlich wichtig auch. Darum habe ich jetzt schon wieder zwar eine aufgenommen. Darum nehme ich erst einmal was zu mir, während es hier gerade dunkel wird. Und die Sonne da hinten untergeht. Ich sehe momentan selber kaum was hier. Und jetzt sehe ich überhaupt nichts. Ich hätte vielleicht nochmal schlafen sollen. Egal. Das haben wir gleich. Und die müssten mal einbauen, dass man, wenn man was baut, auf jeden Fall nicht immer irgendwie die Axt verliert. Wenn man was baut, dass man nur gedrückt halten müsste, damit man die Materialien aufsammelt. So, sticky, 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 stick, 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 sticks. Jo. Drei Sticks fehlen. Hier ist eins. Da ist einer. Und hier ist another one. Nein, da, da. So. Chippy, 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 chippy. Hervorragend. Ein kleines Feuer bauen. So eine kleine Basis ist ja an sich immer relativ gut. Irgendwie habe ich jetzt aber... Ah, da ist die andere Axt wieder. Hervorragend. Wollen noch ein Sticky. Nehmen mal lieber so zwei Stück mit. Und brate mir in der hoffentlichen Sicherheit dieses Camps erstmal kurz was zu futtern. Nicht, dass ich verrecke. Ja, ich weiß, es ist nicht schlau. Aber somit kann ich auch mal sagen, dass ich diese Folge jetzt wieder beende. 13 Minuten reicht vollkommen. Ich hoffe, euch gefällt es. Wenn es euch gefällt, ja, könnt ihr einen Daumen hoch geben und in die Kommentare mal reinschreiben, was ich machen soll für euch. Ob ich irgendwas Bestimmtes bauen soll oder ob ich irgendwo bestimmt hingehen soll. Ich folge euren Anweisungen auf jeden Fall. Und ja, ansonsten aufs Bauchbanner klicken, was jetzt eingeblendet wurde. Da können mich neue Abonnenten bzw. neue Zuschauer gerne abonnieren. Und ehe ich komplett das Spiel beende, schlafe ich einmal und wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Montag, einen schönen Start ins Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende auch. Einen schönen Start in die Woche und ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. So ist es. Und ansonsten sehen wir uns Mittwoch wieder bei der neuen Folge The Forest, der Nerd auf einer einsamen Insel. Bleibt mir nerdig beim Überlegen, Überleben im Walde. Bis Mittwoch. Horrido!